Wir sollen uns beeilen, deswegen habe ich die Folge auch schnell beendet. Und jetzt geht's weiter. Oh. Was soll der Blödsinn? Eine Datei namens Shay Cormac war mit einem Virus verseucht. Ihr Job ist, sowas zu verhindern. Zuerst müssen wir diese Erinnerung erfassen und dann zerstören. Nein. Isoliert sie. Ich will sie noch untersuchen. Aber... Mit Verlaub, Miss LeMay. Das war keine Bitte. Sie haben's gehört. Bien. Der Strohkopf gehört mir. Einverstanden, Miss LeMay? Hey, es mag seltsam erscheinen, aber Sie arbeiten für eine Fremdfirma, angeheuert, um die Sicherheit zu verbessern. Monsieur Otzoberg und Madame Violette da Costa. Sagen Sie Violette. Ich muss jetzt unbedingt ein Pressestatement vorbereiten. Tun Sie, was immer Sie verlangen, okay? Wir, Team! Technisch gesehen war es nicht Ihre Schuld. Aber Sie haben den Virus freigesetzt, also ist es nur fair, mir beim Säubern zu helfen. Blöder Kuh. Mr. Berg möchte, dass wir Shays Erinnerung nachleben. Wir müssen von Helix aus darauf zugreifen. Aber die Helix ist aus. Wir müssen die Hauptserver im Keller neu booten. Mann, wer diesen Virus designt hat, ist ein Genie. Er verwehrt uns nicht nur den Zugriff auf die Cloud. Er legt auch alle Betriebssysteme zur Regulierung der Gebäudefunktionen lahm. Okay. Melanie? Die Aufzüge sind außer Betrieb. Stecken wir hier etwa fest? Ja, bestimmt. Merd, ja. Ich rufe sofort ein Reparaturteam. Auf dieser Etage arbeitet ein Server. Ich schätze, der muss reichen. Okay. Agent da Costa, ich möchte regelmäßige Updates über Shays genetische Erinnerungen. Warum? Er ist ein Niemand, so viel ich sagen kann. Wenn Shay Cormac der ist, für den ich ihn halte, dann könnte uns dieser vorübergehende Rückschlag unerwartete Gewinne bringen. Gehen Sie zum Serverraum auf der Etage. Okay. Soll ich vorgehen? Soll ich allein gehen? Lass mich nicht allein. Glücklich sein. Ja. Gut. Das heißt, Sie kommen noch ins System. Sobald der Server da ist, verbinde ich Ihre Animus Workstation mit Helix. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten ausrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird's jetzt heikel. Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alles ordnungsgemäß leuchtet, rebootet das System. Kapiert? Versuchen Sie es. Das hat geklappt. Cool. Mein erstes Rebooten. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der Gier anheimfiel und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten. Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen Altair ibn La'ahad einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war, erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer- als zur Assassinenphilosophie passte. In der Vergangenheit hatten beide Seiten dasselbe Ziel: Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dorthin. Wäre Al-Mualem nicht von Altair getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Erst nachdem Altair die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weise Mann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. Nice. Okay, nun, ich weiß nicht, ob Sie das sehen sollen.
Also, Sie sollten zurück zu Ihrem Animus. Okay. Jetzt, da die Server laufen, könnten Sie auch die Rechner der Kollegen wiederherstellen, wenn Sie, nun, behilflich sein wollen. Und Sie könnten noch ein paar digitale Goodies finden, wenn Sie, nun, wenn Ihnen danach ist. Okay. Hey, ein Mitarbeiter hat seinen Kommunikator am Aufzug verloren. Wenn Sie da Geräte rumliegen sehen, nehmen Sie. Vielleicht geben Sie uns einen Hinweis. Okay. Ist ja der Hammer. Hallo. Das ist verdammt lange her. Achilles. Adewale, wie stehen die Dinge in der Karibik? Ziemlich schlecht, fürchte ich. Ich glaube, wir sollten uns darüber in Ruhe unterhalten. Kommt. Ein Adewale gibt's auch im vierten Teil. Wer ist der Mann? Ein schwarzer Peter. Das ist Adewale. Er war Sklave und hat sich und hunderte seiner Brüder in der Karibik befreit. Der Mann ist die lebende Inkarnation des Kratos. Aha. Aha. Sollen wir trainieren? Bald. Vorher habe ich noch zu tun. Okay, was haben wir jetzt zu tun? Erzählt, was geschehen ist, alter Freund. Es war schrecklich, Achilles. Die Erde bebte und Riesenwellen überschwemmten Port-au-Prince. Ihr seid ja noch da? Wie viele Findet starben? Sofort eine Aufgabe, oder Tausende. Ich tue es für euch. Keine Familie blieb verschont. Ich hasse praktische Erwägungen in Zeiten wie diesen. Aber hat Mackungbolts Mann seine Aufgabe vor dem Beben erfüllt? Aber Wally sah heute besorgt aus. Ich hörte, Liam erwartet euch. Schon gesehen? So. Ich hörte, Mistress Hope sucht nach euch. Dann erreichen wir mal das Trainingsgelände. So geht das nicht. Hope, was habe ich verpasst? Nur die erste Trainingsstunde. Wir trainieren ständig, Kesegowase. Und genauso wird das auch weitergehen. Spar dir deine Worte. Shay scheut das Lernen wie der Teufel das Weihwasser. Hey. Zum Heulen, der Bursche hat so viel Potenzial. Aber so wenig Disziplin. Schon gut. Schon gut. Was soll ich für euch tun? Sehr gut. Da verfolgen wir den Typen da mal. Okay. Und? Was steht denn heute an? Gut und gerade schießen. Hier. Benutzt diese. Das sind eure. Nun, ihr solltet wenigstens eine halbe Chance haben. Na los. Schießt auf die Ziele. Nehmt euch ruhig Zeit. Aber nicht zu viel, denn es gibt noch mehr zu tun. Dann machen wir das doch. Nachladen. Aus dem Stand kann jeder Ziele treffen. Mal sehen, wie es im Laufen ist. Los, Beeilung! Nein.
Ja, ich rede ja gerade nicht viel, weil ich mich konzentriere. Na los, aber Beeilung! Sollte man eigentlich schaffen. So. Gut gemacht, Shay. Weiter so. Ihr macht das sehr gut, Shay. Lasst euch bloß nicht aufziehen. Sie meinen es gut, auch wenn sie es nicht zeigen. Ja, okay. Shay, folgt mir. Ihr müsst lernen, im Grenzland zu überleben. Ich denke, bisher stelle ich mich ganz gut an. Vielleicht. Aber ich kann euch mehr lehren. Ja, okay, dann lernen wir jetzt von Kethegobarth oder wie der heißt. Es wird Zeit für die Jagd. Dann jagen wir jetzt. Oder wie? Benutzt alle eure Sinne zur Beute. Wir müssen nutzen, was die Natur uns gibt. Ja. Gut, jetzt benutzt, was ihr der Natur genommen habt. Okay. Anfertigung. Okay. Damit haltet ihr eure Pistolen bei euch. Ich hoffe, ihr erweist euch bei den anderen Lehrern als tüchtiger. Das ist eine gute Idee. Und jetzt lerne ich bei der schnieken Dame. Bei der schnieken Dame lerne ich gerne. Na, endlich taucht ihr auf. Es liegt mir fern, eine Dame warten zu lassen. Ich bin keine Dame. Vergesst das nicht. Ich bin euer Lehrer, euer Bester. Nun, einiges davon ist wahr. Was werden wir machen? 1000 Wege studieren, Leben zu nehmen. Wir beiden, macht euch nützlich und achtet auf Shay. Könnt ihr völlig unbemerkt töten? Ja, kann ich. Hm, der klassische Heuhaufen. Versteckt euch und überrascht das Ziel, wenn es nah genug ist. Überrascht.
Klettert nach oben, Shay. Aus der Luft zu töten ist höchst wirkungsvoll. Ja. Das hatte ich gerade vor. Wahrscheinlich, wie der Hase läuft. Absolut brillant. Ihr wart besser als erwartet. Dankeschön. Achilles würde euch gern noch etwas zeigen. Okay. Dann auf zu Achilles. Oh, hier ist ein Brunnen. Ja. So. Und aufs Dach klettern wir. Und aufs Dach klettern wir. Mal gucken. Achilles, wo bist du? Shay, wie ich hörte, seid ein bemerkenswerter Schütze. Wie großzügig. Danke, Mentor. Mein Schiff. Wartet, Achilles. Das Volk von Haiti kann eure Ladung gut gebrauchen. Sicher erhaltet ihr das Verlorene zurück. Verlorene? Die Templer stahlen zwei wertvolle Artefakte. Ein Manuskript von uralter Weisheit und eine Schatulle, mit der man seine Sprache versteht. Ich habe die Templer bis zur Küste verfolgt, aber alles Weitere obliegt euch, mein Freund. Lebt wohl, Adewale. Wer diese Artefakte kontrolliert, hat Zugang zu der Macht unserer Vorfahren. Wir brauchen sie zurück, sonst droht uns allen Gefahr. Das war ja mal gut. Während Hoppla. Das habe ich gut nicht geschafft in weniger als 40 Sekunden schaffen. Egal. Damit beende ich den Part mal. Wenn es euch gefallen hat, kommt in 2 Wochen die nächste Folge. Und ja. Währenddessen habt ihr natürlich noch nebenbei The Long Dark und Dishonored. Also bis dahin und ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen.